22 Uhr, es ist taghell. Warum? Überall leuchten Werbereklame, Schaufenster und Straßenlaternen. Was das für Folgen für die Umwelt, aber auch für den Menschen mit sich bringt, das erkläre ich hier im Video. New York gilt als Stadt, die niemals schläft. Das glaubt man gerne, wenn man das Gewusel auch nachts noch sieht. Doch eines fällt ganz besonders auf. Es ist so hell wie am Tag. Und da ist die amerikanische Stadt keine Ausnahme. Nein, auch Städte wie Berlin und sogar kleinere Städte tragen erheblich zur Lichtverschmutzung bei. Dies hat eine starke Auswirkung auf Tiere. Denn der Wechsel zwischen Tag und Nacht, Helligkeit und Dunkelheit bestimmt den Takt in unserer Natur. Ist dieser Wechsel eben nicht mehr gegeben, so hat das zur Folge, dass der natürliche Wachstumszyklus von Pflanzen durcheinander gebracht wird und Zugvögel sowie Fischschwärme die Orientierung verlieren. Auch wird der Rhythmus von tag- und nachtaktiven Tieren gestört, weshalb es gut sein kann, dass diese sich bei ihrer Nahrungssuche treffen. Aber auch der Tod vieler Insekten spielt in Sachen Lichtverschmutzung eine bedeutende Rolle. Denn Straßenlaternen werden für diese zur tödlichen Falle und das in Zeiten des größten Artensterbens seit dem Verschwinden der Dinosaurier. Und das sind nur wenige Auswirkungen durch die Lichtverschmutzung. Das gesamte Ökosystem kann durch das viele Licht empfindlich gestört werden. Und damit nicht genug. Die permanente Helligkeit bringt auch den Hormonhaushalt der Menschen durcheinander, bringt die innere Uhr aus dem Takt und ruft Schlafstörungen hervor. Denn künstliches Licht zögert die Ausschüttung des Schlafhormons Melatonin heraus. Dadurch wird unsere Schlafzeit insgesamt verkürzt und es fällt uns schwer, abends einzuschlafen und morgens aufzustehen. Doch unser Körper benötigt nun mal Schlaf. Chronische Schlafstörungen können zum Beispiel mit verantwortlich für Diabetes, Bluthochdruck und Fettleibigkeit sein. Doch auch der Entwicklungsablauf der Menschen kann gestört werden. Vereinzelte Studien zeigen, dass nächtliche Helligkeit dafür verantwortlich sein kann, dass Jugendliche früher in die Pubertät kommen. Und dabei ist das geringere Übel. Nächtliches Licht kann nämlich auch Depressionen auslösen. In einem Bericht der EU-Kommission heißt es zudem, dass künstliche Beleuchtung im Zusammenhang mit einem erhöhten Krebsrisiko steht. Erschreckend, was das nächtliche Licht alles anstellt. Ein eher noch harmloser, aber doch auch unromantischer Nebeneffekt ist, dass man in den Städten keine Sterne mehr sehen kann. Wir haben es also jede Nacht vor den Augen. Wir müssen das nächtliche Licht eindämmen, um gravierendere Folgen für uns, aber auch die Umwelt zu verhindern. In Würzburg habe ich eine sehr schöne Idee, wie man die Lichtverschmutzung eindämmen kann, entdeckt. Ich war ein wenig verwundert, als vor mir in einem Schaufenster das Licht anging. Ein Bewegungsmelder in einem Schaufenster ist nicht nur gut gegen die Lichtverschmutzung, sondern auch eine super Sparmethode. Weshalb müssen wir denn überhaupt Schaufenster nachts beleuchten? Wenn wir frühzeitig schlafen gehen würden, wären wir nachts nicht mehr unterwegs und würden morgens mit dem Sonnenaufgang aufstehen. Denn der frühe Vogel fängt ja bekanntlich den Wurm. Damit keep green, euer Green World Facts TV.